Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns jetzt für heute nach den letzten Song und zwar Hover mit Weiß. Keine Sorge, wir werden uns die neuen Releases auch noch weiterhin am Wochenende geben und an diesem Freitag werden im Laufe des Tages auch noch 4 Videos hochgeladen. Wir haben von Apache auf jeden Fall noch 6 Songs offen vom Album. Wir haben Bones noch, Simbad hochgeladen, Alias Kollega, Flair, Farid Bang, Gringo, alle haben hochgeladen gefühlt. Das heißt, wir haben noch einiges aufzuholen. Lasst also gerne ein Abo da, Freunde, wenn ihr das nicht verpassen wollen. Möchtet. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, Leute. Ja, wenn ich glaube, 67% der Leute, die hier zusehen, haben nicht abonniert, was auch cool ist. Aber wir sind so close vor den 100k. Ihr könnt jetzt gerne noch einmal mithelfen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten geben wir uns jetzt von Hover Weiß. Ich mag Hover sehr, 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 sehr gerne. Sie ist sehr talentiert. Ich mag es nicht so gerne, wenn sie in diese Autotune-Richtung geht, weil sie das absolut nicht nötig hat. Sie hat eine so wunderschöne Stimme. Sie hat eine sehr. Ich würde sagen, herbe Stimme. Herbe Stimme. Aber nicht als Disrespect, aber sie kann, sie hat eine große Vocal Range. Sie kann sehr weit nach oben gehen, sie kann aber auch sehr kraftvoll und tief singen, was ich sehr, sehr gut finde und was auch von Talent zeugt. Und ich habe einfach, hoffe einfach und ich habe Lust jetzt auf eine Hover ohne Autotune. Weiß lässt für mich tatsächlich eher auf was Gefühlvolleres schließen vom Titel her. Ich habe noch nichts gehört. Produziert das Ganze von Jumper. Wir hören einfach rein, Freunde. Link zum Original in der Beschreibung. Ich freue mich aber sehr drauf. Gerade, ey, ich habe es in meiner Juju-Reaction, glaube ich, schon gesagt. Oder war es bei Bad Moms Jay? Ich weiß nicht genau. Bei Celine war es, genau. Wir haben so viele verschiedene talentierte weibliche Künstlerinnen gerade in Deutschland am Start, was mich einfach unglaublich glücklich macht, dass wir so eine Diversität hier haben. Und deswegen freue ich mich umso mehr jetzt auf Hover mit Weiß. Let's go. Imperium Music. Ich habe direkt Gänsehaut. Direkt Gänsehaut. Ich liebe Songs. Ganz kurz off topic. Ich liebe Songs, die mit Regen oder Hagelgeräuschen oder so anfangen. Deswegen von Kollega, einer meiner Lieblingssongs ist immer noch Hagelkörner. Einfach weil man Hagelkörner hört. Und ey, oder auch Regen von Kollega selbst. Boah, ich kriege echt Gänsehaut bei solchen Sachen. Aber direkt. Bitte enttäuscht mich nicht. Directed by Leroy. Okay. 98 geboren, meine Mama und ich. Nur mein Bruder war da, mein Vater nicht. Oh, ey, das wollte ich. Genau das wollte ich. Das kann sie nämlich so unglaublich gut. Das kann sie so unglaublich gut. Gerade wenn es um was Persönliches geht. Es passt gerade alles. Die Atmosphäre am Anfang durch den Regen, der Beat ist unglaublich schön von Jumper, das hat man auch anderes erwartet. Ihre Stimme, ihre clean Stimme und dann was Persönliches, Gefühlvolles. Wir haben hier, wie es aussieht, echte Familienfotos drin. Oh damn, Alter, okay. Ich fühle den Song jetzt schon zu 100%, ich sag's wie es ist. Der kommt in meine Gefühlsplaylist rein. Nur mein Bruder war da, mein Vater nicht. Vor 6 Jahren kam ein Geschenk. Ich musste Verantwortung lernen. Du Jammer, ich halte dich in Ehren. Damn. Graue Wolken, doch ich seh die Sonne durch den Nebel strahlen, ein Schein. Und die Augen leuchten noch in dunklen Zeiten, hilft die Hoffnung, mich zu befreien. Ey, das habe ich mir so gewünscht, sowas einfach. Sie schafft es einfach, Musik, also Gesang und Rap so gut zu kombinieren. So flawless, diese Übergänge, Alter. Damn, und ich liebe es, wenn sie aus ihrer Vergangenheit was Persönliches erzählt, irgendwie. Oh, ich, auch, Jungs, ich fühl's zu sehr wieder, Jungs und Mädels. Ich halte dich in Ehren. Graue Wolken, doch ich seh die Sonne durch den Nebel strahlen, ein Schein. Und die Augen leuchten noch in dunklen Zeiten, hilft die Hoffnung, mich zu befreien. Engel am Schreien, Dämonen am Wein, nein, ich vertraue keinem, innerlich kalt. Oh, schöner Flow Change, hey. Engel am Schreien, Dämonen am Wein, nein, ich vertraue keinem, innerlich kalt, Seele ein Stein. Mit mir im Reinen, die Weste ist weiß, wenn ich gehe, sie weiß. Zahle am Ende vom Leben den Preis, ich bin umgeben von Hain. Ey, wie gut dieser Beat jetzt hier einsetzt. Oh, ich möchte am liebsten nochmal alles von vorne hören. Innerlich kalt, Seele ein Stein. Mit mir im Reinen, die Weste ist weiß. Wenn ich gehe, sie weiß. Zahle am Ende vom Leben den Preis. Ich bin umgeben von Hain. Ey, wie schön sie auch in diesem weißen Kleid aussieht, Mann. Innerlich kalt, Seele ein Stein. Mit mir im Reinen, die Weste ist weiß. Wenn ich gehe, sie weiß. Wie schön sie aussieht in diesem Kleid, Mann. Und wie schön diese Atmosphäre hier einfach gerade ist. Zahle am Ende vom Leben den Preis. Ich bin umgeben von Hain. Deshalb bewege ich mich im Kreis. Doch wenn ich gehe, seh ich weiß. Sie hat eine so unglaublich schöne Stimme, Mann. Oh. Und wenn ich gehe, seh ich weiß.
Ey, Shoutouts an alle. Ich weiß nicht, ob nur Leroy da drin beteiligt war. Wie es aussieht, auch noch andere, die irgendwie VFX oder so gemacht haben. Ja, Mann, auf jeden Fall Shoutouts an die VFX-Leute. Da kommt sehr, sehr gute Atmosphäre gerade rüber durchs Video. Schöne Szene in diesem Spiegel. Das gab's genau die gleiche oder diesen Spiegeleffekt der wird oft in Filmen angewendet. Eine ganz bekannte Szene aus dem Horrorfilm, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt. Aber sehr, sehr cool gemacht gerade. Oh, sogar doppelt. Sehr nice gemacht. Ey, sie schafft es wirklich gut, so verschiedene Styles hier gerade zu kombinieren. Es ist sentimental, aber nicht zu ruhig. Es ist so ein bisschen poppiger in manchen Richtungen, gerade wenn die Hook eingesetzt hat, aber nicht zu poppig, dass es fröhlich wirkt. Es ist wirklich stark. Gerade auch diese melodischen Adlibs und diese melodischen Sachen, die sie immer noch im Hintergrund mit reinspielt, liebe ich bei Hava, weil sie das einfach kann. Boah, wie sie ihre Augen geöffnet hat, passend zum Beat. Das ist Kunst, Mann. Wenn ich gehe, sie weiß. Das sieht am heftigsten aus, finde ich. Das sind die heftigsten Shots. Da kommt wieder Posterflow raus. Da hätte ich gerne wieder ein Poster von. Sag's, wie es ist. Wow. Ich wusste gar nicht, dass ein Album rauskommt. By the way. Ich wusste gar nicht, dass sie ein Album droppt. Ist leider an mir vorbeigegangen. Damn. Ey, diese Qualität ist so heftig gerade. Das Debütalbum, ich freue mich sehr drauf. Ey, Gänsehaut. Einfach ein Gänsehaut-Song, no joke. Einfach ein Gänsehaut-Song. Sie hat sich sehr geöffnet, gerade der Anfang war ganz krass. Der Anfang war ganz, ganz krass, muss ich sagen. Die VFX, das Musikvideo an sich, abgeholt, hat perfekt alles zusammengepasst. Sie hat hier das, was ich unbedingt wollte, ihre Stimme, einfach so schön eingesetzt. Wie, keine Ahnung, in welchem Song nicht mehr, oder? Ich habe sie auch nicht hundertprozentig aktiv verfolgt, leider. Das ist einiges an mir vorbeigegangen. Wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass ein Album kommt, ja? Aber es hat mich so gefreut, einfach ihre clean, schöne Stimme zu hören, weil sie auch einfach weiß, wie sie sie einsetzen muss. Und dieser Song ist der beste Beweis dafür, meiner Meinung nach. Damn, war das schön, Alter. Wow. Das war einfach schön. Sie hat so viele verschiedene Style und Richtungen irgendwie kombiniert hier, ohne dass es komisch wirkt, ohne dass es komisch wirkt. Es wirkte sehr stimmig alles. Trotz dieser ernsten Thematik eine Atmosphäre aufzubringen, die nicht zu sentimental und zu melancholisch wirkt einfach. Wow, Freunde, wir müssen uns mehr von Hava geben. Habe ich was verpasst? Hat sie noch einen Song hochgeladen gehabt, den ich nicht gehört habe? Krank habe ich auch nicht gehört. Ich habe Krank noch nicht gehört, glaube ich. Hab ich nicht gehört? Ich glaube, Nagelneu war der letzte, wozu ich ein Video gemacht habe. Kann das sein? Ey, ich check das ab, ob ich das schon gehört habe. Aber es kommt mir unbekannt vor. Wenn ich den Song noch nicht kenne, Freunde, machen wir dazu noch ein Video. Weil jetzt möchte ich mehr hören. Jetzt möchte ich mehr hören. Freunde, lasst mir eure Meinung zum Song gerne in die Kommentare da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Wie gesagt, heute noch 4 Videos, morgen auch. Und dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer. Ciao.